Und dieses T-Shirt hat doch Ähnlichkeiten mit dieses eine T-Shirt von Justin seiner Kollektion. Ich finde die so fresh. Ja, die nehme ich mit, Leute. Der Stefano hat mir jetzt hier die Celine-Schuhe angedreht. Leute, Fußballschuhe von Balenciaga, krank. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Marmo, kommt zu einem neuen Video für mich heute auf meinem Kanal. Ihr wisst Bescheid, heute ein Shopping-Vlog. Wir fahren gleich in die Hamburger Innenstadt und ihr kennt das Prozedere schon, Leute. Wir gehen gleich shoppen. Ich habe mir ein paar Sachen im Kopf gesetzt, die ich mir auf jeden Fall, Leute, kaufen will. Erste Sache, ein Schuh bei Apropos. Ihr werdet den Schuh gleich sehen. Zweite Sache, ich wollte mir ein, ja, so ein Sommerhemd. Ich habe irgendwie Bock auf ein Sommerhemd bekommen. Seitdem so ein Typ aus meinem Video so ein richtig frisches Sommerhemd hatte von Prada. Und ich gucke mal heute nach einer etwas günstigeren Alternative. Mal schauen, ob ich irgendwas in der City finde. Und ganz, ganz wichtig, Jeans. Ich brauche eine neue Jeans. Am besten so eine, ja, so eine etwas dunklere, verwaschene Jeans. Ich muss mal schauen, entweder von Levi's oder von Zara. Ich check beides einfach mal ab. Oder vielleicht auch von Saint Laurent, ihr wisst Bescheid. wir gucken uns heute auf jeden Fall um. Wir fahren auf jeden Fall gleich los. Und eine ganz, ganz wichtige Sache, Leute. Es ist einigen Leuten aufgefallen, meine Wand hier, wo ich meine Reactions aufnehme, hier könnt ihr auf meinem YouTube-Play-Button sehen, ist einfach komplett auseinandergenommen worden. Und das liegt daran, dass mein Stuhl, immer wenn ich mich zum Beispiel hier umdrehe, dass es dann hier so schleift und mal hier irgendwie Dollar dagegen knallt und dann steht sowas. Ich werde das auf jeden Fall jetzt mal die Tage streichen lassen. Ah, ja. Ihr wisst ja, dass ich mein Zimmer ja vor ein paar Monaten umgestellt hatte. Und die Kante von diesem Bett war früher hier und ja, das hat so einiges ausgelöst, sag ich mal, an Flecken, deswegen. Das werde ich auf jeden Fall streichen, ey, ich habe das so verplant. Ich denke mal, jeder von uns hat so diese eine Sache, die man eigentlich machen muss, aber irgendwie die ganze Zeit vergisst und sich nicht drum kümmert. Und das ist eine, ja, einer von der Sachen, wovon ich hier gerade rede. Also ich muss eine Sache sagen, irgendwo ist es irgendwie so richtig nice, dass ich so viele Schuhpaare habe, aber irgendwo ist es so eine richtige Folter, man weiß einfach nicht, welchen Schuh man anziehen soll, zu welchem Outfit. Ich habe irgendwie schon jede Art von Schuh in jeder Farbe, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ich kriege sogar jetzt zwei Schuhpaare dazu, einen kaufe ich mir heute und einen kriege ich jetzt gerade momentan zugeschickt. So, das ist jetzt mein Outfit, hier eine Jeans von Levi's, die 512 in hellblau. Ich trage dann hier noch eine schwarze Jeansjacke von Levi's, trage dann noch mein Acne Studios Shirt in Türkis, eine Umhängetasche, ganz wichtig, ihr wisst Bescheid, sehr, sehr wichtig. Und ich trage jetzt gleich noch diesen freshen Sneaker von mir. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der City, Leute. So, jetzt bin ich in Ansonst, Leute. Erster Stock, Ansonst, erstmal runter. Hier die Sales abchecken. Maske darf nicht fehlen. Und ich check mal, was hier am Start ist. So, Leute. Ansonst hat Klamotten von Preach. Irgendwie, ich bin Fan von dieser Marke geworden, aber die haben so eine. Ja, das war's. Zwei Pullis haben die. Schade. In Düsseldorf war ein ganzer Laden von Preach. So, Ansonst hatte Müll. Jetzt gehen wir erstmal zu Zara. Moin. Das geht gut. Ja, klar. Hey, das ist dein Bild. Kannst du aus dem Video rausnehmen, ja? Stabil. Das ist der Mann. Ihr wisst Bescheid, man muss auch den Zuschauern einfach mal gönnen. Boxen, Stopp bei Weekday. Ihr wisst Bescheid, ich bin der größte Weekday-Fan, der existiert, Mann. Und ich brauche noch eine Weste. Eine Weste. So, mal abchecken, was hier so am Start ist. Ey, Digga, wie wär's mit so einer neuen Umhängetasche eigentlich? Ich schwör's euch, Leute. Ich bin so ein Umhängetaschen-Freak. Wissen ja, denke ich mal, einige von euch. So, ich habe 1000 Stück gefühlt, aber irgendwie bin ich nie zufrieden mit einer. Oder wie wär's mit so einem Anglerhut? Hier, in türkisch-schwarz. Oh man. Wenn du die Hose anhast, oder jemanden siehst, der die Hose anhat, dann wisst ihr, legt euch nicht mit ihm an, denn er kann euch auf easy verklagen. Das ist so eine richtige Fass mich einmal an und ich verklag dich, Hose. Oh man. Oh shit. Das ist nice. Das hat was. Oder auch nicht, die haben nicht meine Größe, die haben M und S und das passt mir safe nicht. Ich brauche XL, L. Kurze Frage, Leute, ich habe jetzt hier dieses T-Shirt gesehen, ne? Und dieses T-Shirt hat doch Ähnlichkeiten mit dieses eine T-Shirt von Justin seiner Kollektion. Diese Worldwide Collection oder so. Oder habe ich Halluzinationen? Ich blende euch mal das T-Shirt von ihnen ein. Irgendwie schon, ne? Also Weekday hat sich da, glaube ich, schon ein bisschen dran bedient. An sein Design. So, Leute,
Ich habe jetzt den 3 Jeanshosen und die ziehe ich jetzt erstmal an. So, der eiskalte Club der Verkäufer hat es ein bisschen zu ernst genommen mit einer etwas weiteren Jeans. Eine Picaldi-Hose eiskalt an, Digga. Wie fühlt eine Picaldi? Wer kennt diese Picaldi-Jeans noch von früher? Ey, das ist krank, das ist viel zu weit. Ich zieh mal die anderen an. So, jetzt habe ich hier eine Easy Fit, glaube ich, heißt die, von dem Day an. Und das ist genau so eine, die ich gesucht habe. Hier, stacken lassen auf entspannen. So, sieht die Hose aus. Fresh. Bro, ich danke dir auf jeden Fall. Kann ich dich aufnehmen? Ja, nice. Leute, richtig korrekter Mitarbeiter bei Weekday. Hat mir die Hose empfohlen. Ja, die nehme ich, denke ich mal, mit. Ja, die nehme ich mit, aber die muss ich auf jeden Fall unten kürzen. So, Leute, wir haben uns beide jetzt was von Weekday gekauft. Ich zeige euch mal später, was ich mir alles gekauft habe. Die Prozedur kennt ihr ja auch mittlerweile, dass ich immer am Ende des Vlogs zeige, was ich mir gekauft habe. So Leute, jetzt kann man mich natürlich nicht sehen, also ich habe mir auf jeden Fall einen sehr guten Moment ausgesucht. Jetzt geht's. So Leute, jetzt gehen wir zu Apropos und ich kaufe mir da, oder habe etwas reserviert, das ziehe ich erstmal an und dann kaufe ich es mir, falls es mir gefällt. Ihr werdet dann gleich sehen, was es ist, Leute. Alexander McQueen, das ist so mein Ding. So, ich habe jetzt den Schuh an, das ist ein Off-White-Sneaker. Der Off-White Vulcanized-Schuh? Vulcanized-Schuh, irgendwie so. ja, ich finde den irgendwie nice. Und ganz weiß, hier hat diesen orangen Akzent. Was sagt ihr, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde den so fresh. Ja, den nehme ich mit, Leute. Den nehme ich mit. Die kommen auf jeden Fall richtig nice. Richtig nicer Sommerschuh. Man muss halt echt aufpassen wegen Flecke. Sagst du, wenn jetzt ein Kaffeefleck auf dem Wildleder landet, krieg ich den raus oder nicht? Was hast du für Sachen? Man weiß nie, so weißt du? Der Stefano hat mir jetzt hier die Celine-Schuhe angedreht. Wo findet ihr die? Okay, die sind schon. Also. Ist schon extravagant. Aber das ist nicht so mein Ding. Wir bleiben bei den Off-White. Original Gucci. Oh shit. Oh shit. Ah, das würde mich auch interessieren. Neue Balenciaga. Das Ganze? Sehr minimalistisch gehalten. Oh, das ist nice. Das ist krass. Das hat was. Auch brandneu. Boah, was haben die sich dabei gedacht? Ich finde das irgendwie gar nicht fresh. Also, Schnitt, boah, das ist schon dick oversized, ne? Ja. Der Schnitt ist halt wieder absolut modern, asymmetrisch. Krass, krass. Das sieht so aus, als wäre das so. Also, ich denke mal, da war auch die Idee hinter, dass es so auf so eine Sportmarke, Fitnessmarke ist, so, weißt du, Gymwear. Krass, krass. Aber ich bin dir ehrlich, so letzte Kollektion hat mir ein bisschen mehr gefallen. Also wenn ich jetzt die Sachen jetzt hier sehe. Das ist erstmal Pre-Collection, also Pre-Collection kommt noch. Ah, okay, okay. Das ist jetzt der smooth Übergang vom Sommer zu Herbst-Winter. Mhm, okay, nice, nice, nice. iPhone 11 Pro Max in Hüllen habt ihr auch? Das ist das normale 11er, glaube ich. Ah, okay, okay. 11er oder Max, iPhone 9. Aber Digga, diese Umhängetasche ist wirklich nice. Guck mal, das Ding ist, ich finde die Tasche an sich geil. Yeah. Aber dieses Off-White-Band, Digga, das ist zu viel. Das ist iconic. Ja, also das gehört zu Off-White auf jeden Fall dazu, aber ich meine dieses Gelbe jetzt. Wäre das schwarz, wäre das was anderes. Hier auch, Leute, Fußballschuhe von Balenciaga, krank. Ey. Sag mal, würdest du die anziehen? Nee, das ist mein Test. Kauft jemand den Schuh? Die verkaufen ja sehr gut, der ist sehr gut. Aber an so jüngere oder ältere? Gemischt. Balenciaga-Fans. Ein paar ältere Kunden haben den auch mitgenommen. Okay. Und der Tatsache, dass er halt super bequem ist. Krass, krass, krass. Ja, dann würde ich mal sagen, wir nehmen auf jeden Fall den Schuh jetzt. So Leute, ich war jetzt bei Apropos, ihr habt gesehen, was ich mir eingekauft habe. Ich zeige euch das mal später im Detail, weil ich glaube, auf der Kamera kommt das nicht so zur Geltung, wie ich denke. Also der Schuh ist auf jeden Fall richtig nice, also wirklich. Und auch bei Apropos, Leute, auf Ernst, richtig nice Beratung. Geht da auf jeden Fall hin,
wenn ihr euch irgendwas holen wollt. Der Stefano, auf jeden Fall ein sehr zuverlässiger Typ, der hat mir das Ganze besorgt. Wir gehen jetzt ins Alsterhaus, dort checken wir nochmal ein bisschen den Sale ab und dann geht's nochmal zu Zara. So, wir sind jetzt im Alsterhaus. Hier überall alles im Sale erstmal. Jill Sander. Die hat einen Hype bekommen, weil Shinya ein T-Shirt davon anhat im Video. Das ist so ein Hemd, was richtig nice fitten würde. Aber die Farbe bockt nicht. Diesen Schuh von Mason Margiela finde ich irgendwie fresh. Ich finde, der hat was. Der ist so clean. Der hat was, ne? Findest du nicht? Okay. Ne, der ist fresh, finde ich. Wow, Leute, Designermasken ist hier auch noch krank. 20 Euro kostet eine? Bitte? Eine Maske kostet 20 Euro. Oder jede? Die kosten 29,95. Okay. Die kosten 12 und die kosten 19 Euro. Ah, okay, okay, krass. Wir sind auf dem Level, Leute, wo Masken für 20 Euro verkauft werden. Es gibt Designermasken. Also, Leute, Alsterhaus hatte nichts, was mich interessiert. Jetzt sind wir hier bei Zara und sehen erstmal hier so eine dicke Schlange und laut Real Talk, ich hasse Schlangen und werde mich auf gar keinen Fall jetzt hier anstellen. Wir gehen jetzt nochmal hier zu Abercrombie and Fitch, weil mein Kollege hier braucht einen Hangtop. Wir sehen uns gleich, Leute. Leute, ich weiß, wer von euch schon mal bei Abercrombie war, aber Abercrombie hat echt eine richtig nice Location. Ein richtig nice Laden. Oh, oh, da hat jemand geklaut. So. Ich habe gerade diese Hose hier gefunden. Diese Jeans. Und die hat was. Die ist fresh. Aber die gibt es leider mal wieder nicht in meiner Größe. Okay, für H&M nochmal. Ich dachte mir, Digga, die haben hier einen nicen Sale. Ich check mal ab, was die so haben. Und Rick and Morty, Digga. Ist auch Rick and Morty? Ja, es ist Rick and Morty Merch. So, Leute, ich habe sogar ein T-Shirt gefunden und zwar das hier. Ich finde die Farbe richtig geil und keine Ahnung, irgendwie mit so einer kurzen Hose, wenn man jetzt irgendwo chillen geht, würde das nice aussehen. Ich nehme es einfach mit 6 Euro, Leute. Ich meine, Digga, wenn das irgendwie flop wird, ziehe ich es zu Hause dann auch entspannt. So, Leute, H&M-Einkauf ist auch am Start. Jetzt chill ich hier gerade kurz auf einer Bank und überlege, wo ich gleich was essen gehe, denn ich habe Hunger. Aber will etwas Vegetarisches essen. Aber ich weiß gerade nicht, wo in Hamburg. In der Innenstadt ist immer so schwierig. Es ist auch jetzt schon 20 Uhr, die Läden machen zu. Ich habe auf jeden Fall, finde ich, eine stabile Ausbeute heute mal gemacht. Und 3 Pieces. Die stelle ich euch gleich nochmal im Detail vor, wenn ich zu Hause bin. Ihr wisst Bescheid, das kennt ihr auch schon, denke ich mal. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich zu Hause bin. So, Leute, jetzt bin ich zu Hause angekommen. Ich zeige euch mal kurz, was ich mir gekauft habe. Ich muss echt sagen, ich habe nice Pieces, auf jeden Fall. Ich fange an mit der ersten Sache, die habe ich mir gerade am Ende gekauft. Und zwar dieses T-Shirt hier. Also erstmal habe ich auf jeden Fall die Farbe gesehen. Die Farbe sieht einfach so nice aus, dieses Türkis. Und ich sah diesen Snoopy hier drauf. Ich weiß, ihr kennt hier Snoopy noch von früher. Das war, wo ich klein war, einfach meine Lieblingssendung. Ich dachte mir, Digga, ey, falls es vielleicht noch mal ein bisschen wärmer wird, so kann man das auf jeden Fall richtig entspannt mit so einer kurzen Hose anziehen. Und ja, Digga, einfach irgendwie lustig, keine Ahnung. So als Kindheitserinnerung, wisst ihr, was ich meine? Das Ganze, Digga, hat mich einfach hier 6 Euro gekostet. So, wisst ihr, nimmt man einfach mit. Als nächstes habe ich mir eine Jeanshose gekauft, wie ihr gesehen habt, von Weekday. Ich habe die auch jetzt gerade an und ich habe die auch schnelle, weil die hier kürzen lassen. Also ganz einfach eine Jeans, die auf jeden Fall etwas weiter sitzt. Keine Skinny Jeans, sondern so eine Stretch Jeans. Ich mag irgendwie diesen Style voll, wenn die Hose auf die Schuhe rauffällt. Man sagt ja dazu Stacken, glaube ich. Und ich finde das halt einfach richtig nice. Hier auch mit den Off-White Dunks sieht das mega geil aus. Die Jeanshose hat mich 50 Euro gekostet, also entspannt auf jeden Fall. Weekday hat da auf jeden Fall gute Jeanshosen, also ich bin jetzt gespannt. Das ist jetzt die allererste Jeanshose von Weekday, die ich mir gekauft habe. Ja, vielleicht wird der Weekday das neue Zara, man weiß nicht. Da das Bild gerade voll geflimmert hat, habe ich jetzt hier mein Licht noch mit reingenommen. Ich zeige euch mal so Live-Unboxing mäßig hier. Also hier ist der Schuh, den ich vorhin anhatte. Erstmal hier Karton-Design, übertrieben nice, also hier oben allein die Details hier mit Schuhbox. Auch diese Ausschneidmuster, ich überlege ganz, ey, soll ich das for real ausschneiden? Designed in Milan, Italy. Ihr wisst Bescheid, hier Off-White Dustback, wie auch immer. Und hier haben wir das Ganze und das hier ist der Schuh.
Ich habe den mir gekauft, weil er einfach clean ist, weiß, richtig nice, hier mit diesem orangen Akzent auch. Was ich mich halt anfangs gefragt habe, ist, ob ich dieses Tag hier ranlassen soll. Ich habe das Ganze ja hier bei meinen Off-White-Schuhen einfach abgemacht. Hier ist es aber auf jeden Fall so eine andere Sache. Soll ich das hier ranlassen? Schreibt es mal in die Kommentare. Der Verkäufer meinte, ich soll es auf jeden Fall ranlassen. Ja, ich bin mir nicht so sicher, weil irgendwie dieses Tag sieht ein bisschen komisch aus. Ihr wisst Bescheid. 230 Euro hat mich das Ganze gekostet. Leute, checkt das mal ab. Hier an der Seite vom Karton. Ich finde das irgendwie so nice. Digga, ich feiere das richtig, wenn man auf diese Details achtet einfach. Ja, genau, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, welches Kleidungsstück fandet ihr am nicesten. Ich würde mal an der Stelle sagen, das war's schon mit dem Video. Abonniert mich auf YouTube, damit ihr kein Video mehr verpasst, Leute. Nächste Woche kommt ein richtig nicer Vlog raus. Ihr werdet sehen auf jeden Fall. Ich habe was Nices am Start. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, Leute. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.